Auflage, so ein Tag. Und Ralf hat mir den Tipp gegeben, die erste damals 82 wurde vor Zuschauern präsentiert. Was hat er mir geschrieben? Knapp 1000 Leute waren damals da. Inwiefern hast du damals schon noch Hoffnung gehabt, dass das so eine Erfolgsstory werden würde, die jetzt wahrscheinlich emotional so ein bisschen ihren Höhepunkt findet? Ja, also das konnte man damals. Hört man mich? Ja, ich glaube schon. Okay, deine sonoren Stimme. Okay. Ja, nein, also das konnte man damals nicht wissen. Also 1983 kann man nicht mit heute vergleichen. Wir haben damals das Buch präsentiert im Kaufhof, da kamen 1000 Leute. Aber deshalb, weil damals Wolfgang Oberath kam, Heinz Flohe kam, Wolfgang Weber, als die Stargäste, die das dann signiert haben, das Buch. Und das war ein Riesenmords-Menschenauflauf damals, der da im Kaufhof war. Und ja, das war halt der Auftakt der ganzen Geschichte. Also ich wage zu bezweifeln, dass sowas heute nochmal ginge, also in dieser Form. Aber wie man ja hier sieht, sind ja fast 1000 Leute da. Ja, wir mussten natürlich fast schon wegen Überfüllung schließen. Und ich kann mir vorstellen, bei der Euphorie, die rund um den FC im Moment hier in Köln herrscht, würde man sicherlich auch so ein Publikum oder so ein Stadion voll bekommen. Frank, du hast gerade gesagt, diese ersten Exemplare, gibt es davon überhaupt noch welche? Wo kann man sie eventuell bekommen? Und die haben ja wahrscheinlich mittlerweile Sammlerwert. Ja, eben, ja. Also wir haben natürlich jetzt im Zuge der neuen Ausgabe nochmal genauer geguckt, was haben wir denn eigentlich noch von den ganzen alten Sachen. Und wir haben von der ersten Ausgabe da noch so einen Schatz gehoben, das ist wirklich ein Riesending. Das war die erste Ausgabe damals und hat die damalige Mannschaft, die damalige 83er Mannschaft, unterschrieben. Und das bieten wir jetzt auch in dem neuen Buch an, also das kann man auch, wenn man will, dann nachher hier noch kaufen. Hat der Wolfgang Fangemeinde und so weiter. Das war die Idee, Gastautoren zu holen. Wir werden die gleich alle hier vorne auch sehen, in zwei Abteilungen machen wir den Talk heute. Ich nenne nur ein paar Namen, Michael Trippel, Mo Torres, Zwei Kölsch, dann natürlich Fanvertreter, jede Menge aus Brüssel, also weit angereist, oder aus Bergisch Gladbach, noch weiter. Also, Stefan, sorry. Und natürlich auch jetzt erst recht aus Grevenbroich. Und also wir haben wirklich versucht, ein breites Spektrum da sozusagen abzustecken und damit alle Leute ihre Meinung dazu beitragen. Das sind Jüngere, das sind Ältere. Jeder hat so seine eigene Art und Weise, damit umzugehen. Was solltest du gleich den Leuten anwenden? Ich habe mit dem Kollegen vorne gesprochen vom Express, richtig? Alleine über die Szene von Heinz Flohe, wo er von rechts mit dem linken Außenriss den Ball vors Tor spielt, da wird sich heute jeder Spieler das Bein brechen. Weil wir hatten, die können heute zwar, ich sag jetzt mal, am Ball einiges mehr als wir, aber alles langsam. Was wir früher schnell gemacht haben, nur automatisiert war. Die Jungs haben eine hervorragende Technik heute, aber letztendlich diese Dinge, die auch erfolgreich sind, die waren früher zum Beispiel bei Heinz Flohe etwas, was man überhaupt auch gar nicht trainieren konnte, sondern das war einfach. Ja, und dann schließt euch da unten auf, ich musste runter, weil es war, wenn halt das alles so blieb, wie es war, es stand 1-0 und dann bin ich mit dem Christian Herder von der Sprecherkabine aus runter in den Innenraum, weil wir gesagt haben, du musst dann frühzeitig, wenn es dann gelingt mit diesem fünften Tabellenplatz, musst du da an der Haupttribüne sein, um mit den Spielern Interviews zu führen, und weil der Rasen wird ja dann auch belegt von den Fans, dass du dann entsprechend das dann moderieren kannst. Ich war direkt beim Hennes vorbei in der Ecke und dann kam dieser Angriff, der dann zum 2-0 führte durch Yuya Osako, und dann bin ich da auch kurz am Rand ausgeflippt, wie alle anderen auch. Das 2-0, als ich den Namen Yuya dann gerufen habe, da hatte ich den Kloß im Hals. Dann guckst du auf die Uhr, du guckst nochmal auf dein Handy, wie steht es denn auf den anderen Plätzen? Und da stand es alles wunderbar, also es war nichts auszusetzen. Und dann sagst du jetzt, wie lange ist denn noch Nachspielzeit? Ich glaube, es waren 3 Minuten, hatte er angezeigt. Dann hast du gesagt, jetzt wartest du bis zur letzten Minute in der Nachspielzeit. Und wenn es da immer noch 2-0 steht und auf den anderen Plätzen sich auch nichts Wesentliches getan hat, dann sagst du das ganz einfach. Und dann ist das so aus dem Inneren heraus zu sagen, jetzt das, was da gerade passiert ist, wir sind im Europapokal nach 25 Jahren, es wurde alles eigentlich schon erzählt, aber ich sage es nochmal ganz deutlich, wo unsere Kinder, die im Stadion sind, die Jugendlichen, die im Stadion sind seit 25 Jahren, das nie erlebt haben, wo ich selber und viele meiner Leidensgenossen immer gesagt haben, ich glaube, das, Michael, das erleben wir sowieso nicht mehr, so alt können wir gar nicht werden, als dass wir nochmal europäisch spielen. Und dann ist diese Situation plötzlich da, wie im Märchen, und dann habe ich gesagt, jetzt bleibst du ganz ruhig.
Und wenn jetzt der Ball im Aus ist, dann nimmst du das Mikrofon und dann muss ich mit der Regie sprechen. Und dann habe ich gesagt, mach mich mal bitte eben auf. Und dann haben sie mich aufgemacht und dann habe ich gesagt, meine Damen und Herren, soeben schellte in Kopenhagen das Telefon. Ja, und es ist so, dass mir war dann auch klar und mir selber ging es ja so, und weil ich ja nun eigentlich, ich bin ja Fan und bin ja nicht irgendwer, der über den Dingen steht, sondern ich bin ja selber Fan seit 53 Jahren, das ist meine 53. FC-Saison. Ich weiß, ich sehe nicht so alt aus, danke. Und dass dann diese Emotion hochkommt und ich den Leuten eigentlich nochmal klar machen wollte, es ist wirklich passiert, es ist wahr. Es ist jetzt kein Märchen, es ist kein Film, der mit einer Schnulze endet oder irgendwas, sondern es ist in der Tat wahr, wir sind wieder international dabei. Und das sollte das einfach sowieso Nachrichtensprecher, der in der Tagesschau auftritt, sagt, wir sind wieder. Nein, meine Damen und Herren, aktuelle Nachricht aus Dänemark, soeben schellte in Kopenhagen das Telefon. So nach dem Motto, und dann den Leuten klar zu machen, und ich weiß auch von vielen, einige sind dann ausgeflippt, andere, den kamen wirklich den Älteren vor allen Dingen, denen kamen die Tränen ganz einfach, weil sie sagen, ja, wir sind da. Ne? Das ist gerade das, was jetzt gerade gesagt worden ist, fasst eigentlich alles nochmal zusammen, diese Situation, wie sie momentan ist und wie sie jetzt sein wird. Ja, so kam es, und ich arbeite ja für eine Firma, hauptberuflich, ich sitze in München, denen habe ich das auch erzählt, die verstehen sonst gar nichts, was in Köln passiert, grundsätzlich. Denen habe ich das auch so erzählt, wie ich das jetzt erzählt habe, und dann haben die mir so gesagt, ich habe jetzt Gänsehaut, wie du das gerade erzählt hast. Also auch diese Emotion kommt auch dann im Nachhinein im Erzählen einfach nochmal durch. Und ja, es war irre einfach. Einer meiner schönsten Erlebnisse, obwohl ich Meisterschaften erlebt habe, irre Europapokalspieler, wie auch immer, was glaube so, es war mit einer meiner schönsten Erlebnisse. Ja, und ein Satz, der sich nicht. Ja, das ist doch nicht normal. Jetzt bist du Mitglied bei einem Verein mit über 95.000 Mitgliedern und dann sagt der Präsident irgendwelche dummen Dinge. Ich bin jetzt lebenslanges Mitglied und offiziell seit 35 Jahren. Was glaubst du, wie viele dumme Dinge da von Präsidenten und anderen Mitarbeitern des 1. FC Köln erzählt worden sind? Deswegen hört man doch nicht mit der Mitgliedschaft aus. Das hat das mit dem Herz zu tun und nicht mit Personen. Bravo! Jawohl! Das hat natürlich vollkommen recht. Ich muss dazu sagen, ich bin erst seit 10 Jahren Mitglied, also noch sozusagen ein kleines Baby, was das angeht. Für mich war aber immer klar, der FC ist mein Verein, ist immer gewesen. Im Herzen war ich immer Mitglied. Ich würde aber auch dazu sagen, ich bin ungefähr 47 Mal ausgetreten und habe es kein einziges Mal gemacht. Also von daher, überdenken heißt einfach nur, ich fand es nicht gut und das lassen wir einfach mal stehen. Man darf ja auch mal verschiedener Meinung sein, Gott sei Dank. Mittlerweile geht das ja. Und ich hoffe, dass sich da vielleicht auch die Bogen ein bisschen setzen.